Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren League of Legends Aufnahme. Ich bin Mr. Mike P und heiße euch herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schnieke Tag. Letztes Mal haben wir Full AD Garen gespielt mit 600 oder 700 AD, auf jeden Fall sehr, sehr viel AD. Und er hat sich im Damage-Test durch alles durchgekreiselt. Das war schon erstaunlich, wie viel Schaden da oben gekommen ist. Aber es gibt noch eine Steigerung im Gekreisel und das ist Wukong. Wukongs Ulti, ihr seht es hier, jetzt schon über 100% Skalierung, wenn das hier stimmt. Ich meine, wir haben 77 AD. Es skaliert bereits zu 84 AD, also müsste es über 100% sein. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben auch hier wieder 600 AD plus der Base Damage, der draufkommt, müsste bedeuten, dass fast jeder Dreher 1000 Schaden macht. Das Ganze mal 4, weil das 4 Sekunden hält. Wären dann 4000 Schaden. Also jetzt erstmal ein ganz normales Gameplay mit Wukong in der Mitte. Nur, dass ich dann auf extrem viel Schaden bauen möchte und dann später einen Damage-Test anrichte. Ja, die meisten kennen das ja bei mir. Wenn ihr neu seid, dann viel Spaß. Ich habe mal mit Dorans Schild gestartet. Ich hätte auch mit dem Trank starten können. Jetzt heißt es erstmal durch Farm. Dadurch, dass ich AD bin, kann ich eigentlich super traden. Da kommt noch die Q von ihr, aber sie reicht nicht aus. Und ich habe Favor of Battle mitgenommen, hatte direkt meine 6 Stacks. Auch hier hätte man als Lane Wukong eventuell Thunderlords präferiert. Aber für den Damage Test will ich auf jeden Fall Favor auch haben. Ihr seht schon, wie ich trade. Jedes Mal, wenn meine E ready ist, dadurch, dass wir ein AD-Champion sind, traden wir natürlich gegen den Caster besser. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, Wukong Mitte besser als Wukong Top, weil man da halt gegen die Squishies kämpft. Das wäre so meine Erfahrung. Ich warte mal ganz kurz den Red Buff, weil so demnächst der Warwick da sein müsste. Vielleicht können wir einen Besuch abstatten. Wobei Warwick relativ viel Leben noch haben sollte. Droppt nicht so im Jungle, da ist er. Ja, der ist full. Und Level 3 ist er auch schon, also mit dem Wolf legen wir uns mal kurz nicht an. Sind aber auch Level 3, das heißt, selbst wenn er jetzt kommt. Übrigens schade an den Strike Man, der Draven, der jetzt Draven spielt. Ich hätte ehrlich gesagt gerne wieder gegen dich gespielt. Ich will jetzt gerade nicht reinjumpen, weil ich nicht weiß. Ich habe nicht darauf geachtet, ob Warwick Richtung Mitte oder Richtung Top gelaufen ist. Wobei, ich kann eigentlich mal wieder rein. Sie hat auch keine Mana mehr. Das bedeutet, mit dem nächsten E ist sie tot. Beziehungsweise nicht tot, aber weiterer Poke. Wir machen das immer wieder. Macht das auch immer wieder kontinuierlich. Oh, es reicht nicht, oder? Oh? Oh, es reicht. Das muss der letzte Ignite-Tick gewesen sein. Da hätte ich auch direkt sowieso dranbleiben können. Sie hat nun nicht mal nach dem Ignite geflasht. Also, da ist der Wolf. Er hat einen Red Buff, auch wenn wir die Minions haben. Sollte ich mich nicht mit ihm anlegen? Ja, vielleicht jetzt. Okay, die Minions sind powerful hier. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der hätte mich killen können, aber wahrscheinlich wäre dann auch an den Minions verreckt. Das war auf jeden Fall knapp. Ahri ist wieder da. Full AD. Bedeutet, nee, Tiamat nicht. Erstmal die langen Schwerter. Die kann man immer gebrauchen. Ein Kontrollwort. Auf jeden Fall Full AD bedeutet für mich, dass wir einen Blutdürster bauen, dass wir Essence Reaver. Ah, nee, Essence Reaver nicht. 80 AD bringt das hier. Ich würde auch auf jeden Fall gerne das Bait of Droktar bauen. Vielleicht müssen wir einen Blutdürster Wukong machen. Mit einem das Bait of Droktar. Ich glaube, sonst wird das Ganze hier zu sehr kombiniert. Ich will jetzt Charm rausbaiten. Okay, das ist ihre Q. Na gut, dann lass uns einfach farmen. Ah, da ist doch der Charm! Dorans Schild sichert uns noch ein bisschen Leben.
Mit Level 6 können wir sie eigentlich wieder killen, denn Wukongs Level 6 ist ja mit das stärkste im gesamten Spiel vom Schaden her. Ich brauche noch ein Minion, oder? Warum läuft sie? Nein, das kann nicht sein. Er ist noch Level 5. Flasht auch nicht auf mich durch. Nein, das kann nicht sein. Okay, mit meiner W nochmal reinsneaken? Was sagt ihr? Es hat funktioniert. Oh mein Gott. Diesmal hat sie geflasht. Da ist der Warwick. Ich will raus. Er läuft aber schneller. Oh mein Gott, er läuft viel schneller. Die Knospe? Puh. Da kam ich wie aus dem Nichts für die Ari. Also das Bild möchte ich auf jeden Fall bauen. Dann rushen wir das auch. Ich denke, das wird sowieso im Damage-Test gut. Sofern die Leute dann anfangen, plötzlich Rüstung zu stacken oder keine Ahnung. Die Lethality, die Durchdringung ist auch nicht schlecht. Die Level-Skalierung ist auch cool. Außerdem skaliert das mit den Masteries, weil ich habe 18.012 und der Durchdringungspunkt im linken Tree basiert ja auf Prozenten, von dem was man, also quasi wie so ein Last Whisper. Jawohl, hau alles in die Puppe rein. Das ist gerade so angenehm einfach. Wir sind halt auch fett und wir wissen ganz genau, Ari ist recht squishy, die kann uns dann nicht groß gefährlich werden. Sie will jetzt auch noch weiter farmen. Ja, ist okay, Ari, so richtig. Oh, sie ultet direkt. Hui! Und wieder, ich höre wieder den Wolf, wie er jault. Der ist immer irgendwo hier. Von wo kommt er diesmal, ist die Frage. Ari hat jetzt keine Chance mehr. Oh, jetzt wird geflasht. Nein, 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 hätte ich nicht lachen sollen! Okay, dann. RIP in Pepperonis. Lass mich. ...250 HP. Ist auch geil, wenn jemand fragt, wie viel HP, und du sagst 250, dann denkst du so, what? Hä? Okay. Ja, die Ari ist jetzt so behind, das ist jetzt auch keine Challenge mehr, was ich schade finde. Ich hatte echt Bock, gegen Strike Man nochmal zu spielen, aber irgendwie hat er jetzt wohl doch keine Lust mehr. Jetzt muss die arme Ari dafür büßen. Ich konzentriere mich weiter auf den Farm. Letztendlich geht es halt auch wirklich darum, dass wir später noch den Damage-Test durchbringen können. So, ich will jetzt lieber Roam woanders mal gucken, dass was geht. Die Ari hat genug eingesteckt. Oh, der Red Buff. Der Red Buff, den hatte Warwick noch nicht. Guckt ihn euch an. Er sieht mich, oder? Ist okay. Der Red Buff greift immer noch ihn an. Jump rüber, Ari, komm. Oh, der Fisch. Ich liebe die Fähigkeit von Wukong, die W, die ist so krass, dass man sich da einfach verstecken kann. So, noch mehr Langschwerter. Sie hat sogar mit dem AOE, sie hat sogar mit dem AOE, mit dem Tiamat, hat sie mich erwischt, obwohl ich unsichtbar war und ich dachte, ich verrecke. So close.
Das Blade ist ready. Unser Jhin hat 81 CS, aber der gegnerische Draven auch. Also das ist eine Thresh und dann ADC Farm Lane. Holy shit! Das ist Dusk Blade! What? Was habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade so getan, als ob ich unsichtbar bin, indem ich jetzt hier zum Beispiel Position halte. Jetzt stelle ich mich hier hin, mache wieder Position halten und sie weiß nicht, ob ich unsichtbar gehe oder nicht. Und irgendwann gehe ich dann halt wirklich unsichtbar. Sie kann sich also nie sicher sein, wann stehe ich da und wann steht mein Klon da. Every mistake is a lesson. Wukong ist auch so schön eingebildet. Who questions my abilities? Wer stellt mich in Frage, hä? Wer? Ich heb mir meine E mal auf. Ich bin tot! What the fuck? Zu viel CC von Thresh. Der The Brofist hat er gut gespielt. Ich hätte wahrscheinlich doch lieber mit der E starten sollen. Blutdürste, wo haben wir es da? Dann muss ich jetzt erstmal. Ich glaube, ich hole Einserschuhe at least. Zum Roam, zum Pushen, um schneller zum Farm zu kommen. Das rentiert sich relativ schnell wieder raus. Das heißt jetzt. Oh, der High trifft. Der Charm war aber auch gut. Aber ich könnte sie fast killen. Noch eine Q. Schade. Ich hätte sie auch gegönnt. Dann wäre sie vor allem auch wieder Gold wert. Okay, 5 Blutdörster bauen wir jetzt. Beziehungsweise. Ja, doch 5. Bin gespannt auf wie viel. Ey, wie viel ist jetzt die Skalierung? Okay, die Skalierung scheint 100% plus 20 oder so zu sein. Eine Schlag vom Duskblade, das ist immer nicht normal. Das ist wie so eine Mini-Set-Ulti hier. So, ich lade mein Duskblade auf. Mein Duskblade ist jetzt aufgeladen, ihr seht es hier. Das heißt, wenn jetzt gleich der Wolf kommt, gibt es einen richtig starken Schlag. Ich hoffe, er kommt hier in die Richtung. Oder ist er runtergelaufen? Vielleicht will er auch den Top Tower deffen, so mit Fiora zusammen. Gucken. Hier bin ich an einem Ward vorbei, leider. Okay, sie heilt sich relativ gut. Mit der nächsten E komme ich daran. Nehmen wir die mit. Nehmen wir die mit. Kein Kill für dich, lieber Fizz. Kein Kill für dich. Umso mehr Kills ich kriege am Anfang, umso schneller habe ich meinen Farm zusammen. Ich hätte auch eigentlich gerne Tiamat gebaut. Warte mal, hat Tiamat nicht auch 80 AD? Oh yeah, da brauchen wir gar nicht voll Blutdürste. Wir können Tiamat erstmal bauen. Dann können wir besser farmen. Wie teuer ist Tiamat? 2250. Das müsste ich noch 700 zusammenkriegen. Ah. Schade, dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Aber irgendwie hat es sich nicht so angefühlt, als würde ich an der Fiora so viel Schaden machen gerade. Och nö, Guys. Das war klar. Oh, die flashen beide rüber! Ah, da flashen sie beide rüber. Da kommt direkt das Main-Zeichen von der Fiora. Man kann sie aber auch mal gönnen hier.
Biora Flash, Ari Flash. Vielleicht hätte ich sie nach oben juken sollen oder einfach so tun, als wenn ich stehen geblieben wäre. Das wäre auch eine Option gewesen. RIP. What? Ne. No way. Die Ari hat überlebt. Okay. Die Frage ist, wie lange? Oh, jetzt. Das machen die genau richtig. Jetzt zitten die so ein bisschen die Ari. Hook. Den Tower können wir kriegen. Wobei Draven ultiert und Fiora ist da. Redbuff ist nicht mehr da. Hier ist ein Control Ward. Finde ich super, aber dass jetzt Warwick und Fiora sich zusammengetan haben, das versuchen wir in die Hand zu nehmen. Okay, das war in die falsche Richtung. Hier ist aber nicht mehr gewordet, glaube ich. Double Kill. Shutdown Gold auf Fiora. Das hast du davon, wenn du dich auf meiner Lane rumtreibst. Toplane Farm ist big, den würde ich gerne nehmen. Ich muss schnell farmen für meine 6 Items. 120 CS bei Minute 18, das geht noch besser. Hier unten wird gefightet Draven. Hier unten wird nicht gefightet, da wird die Lantern gezückt und zack. Raus ist der ADC. Ich bin sehr gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt auf den Damage-Test. Die Frage ist ja jetzt, können die Gegner sich noch zusammenraufen? Wenn nicht, dann bleibt uns ja eigentlich auch nur noch der Damage-Test. Schauen wir uns das Ganze mal an. Skalierung momentan. Auch hier wieder. Ah, ein bisschen mehr. Das sieht aus wie so 105%. Okay, krieg ich noch hier einen Assist? Das wäre cool. Assist Gold wäre geil. Nein, ich habe nicht genug AoE gemacht. Schade. Damit habe ich das. Und jetzt können wir anfangen, Bloodthirster zu bauen. Wobei Bloodthirster hat auch eine Unique Passive. Das heißt, man könnte vielleicht Tiamat stacken. Das wäre viel Lifesteal. Das wäre schon viel Lifesteal. Ich überlege, welches Item würde noch gehen. Infinity Edge würde mir erlauben zu critten. Die Frage ist, kann Wukongs Ulti critten? Das ist die große Frage jetzt, die wir brauchen, um zu wissen, ob der Damage Test Sinn macht. Ich mache mal kurz Google an. Can Wukong Ult crit? Okay, die Frage gibt es schon, natürlich. Okay, noch habe ich keine Antwort gefunden. No, yes. Okay, sein Ulti kann nicht critten. Vielleicht wäre das dann auch zu krass. Ganz ehrlich, Riot, macht mal bitte Wukongs Ulti kann critten. Ich glaube, das würde so krass außer Kontrolle geraten. Dann seht ihr nur noch den Klinge der Unendlichkeits-Wukong. Ist ja gut. Wait, what? Da kommen sie. He's alive! He's fucking alive! Was soll dieser Sid jetzt? Okay, die wollen mich. Die wollen mich.
Ich hab Lifesteal. Okay. Ich heile mich schon sehr gut hoch hier. Das ist so ein ekliges Battle gerade. Oh, die kommen die ganze Zeit hier ran und dann doch nicht. Ja, das ist das Schöne im Wald. Da fühlt sich Wukong zu Hause, auch wenn er sagt, his place is at the top. Glaubt mir. Im Wald, da fühlt er sich zu Hause. Weil er da am besten fighten kann. Komm, Cho'Gath! Oh, hätte ich früher pingen sollen. Scheiße. Ich hatte auch keine Mana mehr für meine W, weil ich unbedingt noch die Q machen wollte. Blue Duster ist nicht ready. Da machen wir noch ein BF-Schild, oder? Letztendlich bringt ein BF-Schild 40 AD, Blue Duster nur 80, also können wir ruhig zwei BF-Schilder haben. Ein BF-Schild ist also genau das wert, was das hier wert ist. Nur, dass es eigentlich besser ist, weil das hat 15 AD, das hat 10, das sind 25 AD. Krass, dass 10% Lifesteal hier wie 15 AD gewertet werden. Interessant. Die Gefahr natürlich besteht auch immer noch. Dadurch, dass ich jetzt Full Squishy baue und auch bleibe, kann so eine Fiora, wenn sie mich einmal pariert, killen. Wenn der Warwick mich ultiert, kann er mich killen. Das bleibt. Aber es macht jetzt macht es richtig Spaß, weil jetzt muss man richtig kombinieren, wie man gegen zwei, drei Leute plötzlich besteht. Und die Fiora hat 12 Kills. Die hat fast so viele Kills wie ich. Endboss Fiora confirmed. Was ich auch schon bei Garen damals cool fand, ist, wenn man so viel AD hat, ist auch, dass Tiamat so viel Schaden macht. Die Skalierung vom Tiamat darf man nicht unterschätzen. Jetzt pushen die zu zweit top. Jetzt wird hier richtig gegroupt. Tag Team. Hätte ich nicht mal ulti müssen, hätte Tiamat gereicht, anstatt ulti, hätte ich mir das sparen können. Die arme Ari, wenn du das Video siehst, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich muss einfach an irgendwem Gold fahren. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Hört auf zu flashen, Alter! Fuck, ey! Fuck this, wo ist die Draven-Ulti?
Ich habe mich ein bisschen hochgeheilt. Ich bin Level 16. Hier ist noch der Cho'Gath. Der Flash, der nächste. Oh mein Gott, die leben! Cho'Gath, friss sie! Friss sie, Cho'Gath! Der hat Ulti! Friss! Friss, mein Junge! Nein! Der Tower! Es bleibt spannend! Der Silence! Sie kann nicht queuen! No! What a fight! Das war auf jeden Fall auch schon wieder mega lustig. Und ich habe meinen Blutgeister ready. Was ich cool finde, ist, wie krass ich mich heile. Und es wird ja später mit 4 Tiamats geht das gut hoch. Interessante Interaktion gerade. Fiora hat gequeued und ich habe geehrt. Wir haben uns also beide gerade gegenseitig angejumpt. Und ihr Q-Damage kam leider früher an. Deswegen ich mich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr geheilt habe am Ende. Und damit hat Fiora auch 15-5. Auch beide Level 16, ne? Also... Ich brauch den Cho'Gath eigentlich nicht bei mir so. Der Cho'Gath, der Justus, ist das Justus? Justus. So, Red Buff habe ich, die Wölfe nehme ich auch mit. Im Prinzip sind wir ganz gut dabei, 2,5 Items noch. Die können wir uns bestimmt gleich holen. Was ich auch interessant finde, ist, die gegnerische Botlane und unsere Botlane, die sind einfach verbot. Also die roam nicht, die machen ihr eigenes Ding, Botlane-Fight. Und die sind auch super even vom Farm, also ist eine richtig krasse Bro-Lane bei denen. Die Fiora hat ja nicht mal Schaden genommen. Jetzt kommt noch der Fisch. Die Fiora ist immer noch unterm Turm. Kriegt sogar noch einen Schuss. Da ist der Cho. Ah! 4-4. Ich habe leider nicht mehr rechtzeitig meine W gemacht. Ich wollte aus der Ulti raus und wehen, aber irgendwie war ich hochgeschleudert. Vielleicht war es Thresh eh, keine Ahnung. Interessanter Fight. Und ich glaube folgendes, ich habe keine Chance mehr gegen Fiora im 1v1. Das glaube ich wirklich. Der Duellantenkönig. Ah, Randuins Ninja Tabis. Das ist der Unterschied. Sie baut jetzt auf Tankiness. Dann habe ich echt keine Chance gegen sie. Aber der Bild sieht geil aus. Das ist ein richtiger Red Bild. Guckt euch das hier oben an. Blutdürster, Tiamat. Duskbait. Redbuild. Gibt es ein YouTube-Video dazu? Oder was fehlt da noch? Sterex und Blackleaver. Also Blackleaver macht sowieso Sinn. Der Wukong Redbuild. Und dann, welche Schuhe sind gut für den Redbuild? Nur die Vierer eigentlich, ne? Im Übrigen könnte ich fast Solo Baron machen, oder? Wenn ich so viel Lifesteal habe. Mit Garen konnte ich das. Mit Garen konnte ich easy solo bear. Wow, kein Blooper für Papa. Okay, jetzt wird's spannend. Kommt sie? Sie kommt nicht. Schade. Mit Bedacht. Die fighten da.
am Drake und wir haben ihn bekommen. Und ein Jungler, da muss man sagen, good job, Cho'Gath. Ich muss leider alles an Farm nehmen, weil der Fisch hat schon ein paar Mal einen Platsch in die Mitte gemacht. Cho ebenfalls. Und wir wollen ja nicht, dass das Game hier 60 Minuten dauert. Harry hat immer noch keinen Kill, das heißt, sie ist ohne böse sein zu wollen nichts wert. Also brauche ich jetzt auch nicht auf sie all-in zum Beispiel. Ja, ich weiß, dass sie kommen, deswegen hier ist auch sogar noch ein Control Ward. Kann sein, dass die hier jetzt komplett kommen. Ja, da sind die. Hallo? Cho? Jung? Jung? Cho? Lantern. Okay. Stark von der Fiora, dass sie das nicht gefacecheckt hat. Erstmal den Ward stellt. Die kommen jetzt hier wahrscheinlich runter, aber ich habe hier meine zwei Wards. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier gewardet ist. Hashtag Rotation. Oh wait, da kommt TP. Interessant. Komm her! Da wird er gefressen! Kriegen wir einen Tower, bevor Fiora kommt? Na klar. Botlane Tower würde ich auch noch gerne nehmen. Ah, Fiora ist noch oben. Ich war auf jeden Fall plötzlich weg und wir hatten hier keine Sicht. Der hatte den Cho'Gath angeholt. Aber Cho'Gath ist so fett. Der Warwick sollte sich lieber weiterhin auf mich konzentrieren. Holy shit, wie schnell man pushen kann, wenn man so viel AD hat. Aber jetzt schon 480. Ja, wir müssten auf jeden Fall auf die 600 kommen. Crump ist nicht da. Hier gibt es gerade nichts mehr zu holen. Dann machen wir unseren Blut. Ah, ach, jetzt habe ich noch einen zweiten Blutdörster vollbauen wollen, ne? Das ist ein günstiger. Tiamat ist auch noch günstiger. Feels bad. Oh, wer ist da? Every mistake is a lesson. 457 AD. Was bedeutet das für unsere Ultimate? Unsere Ultimate spinnt momentan mit 700 pro Dreher. Ja, vielleicht kommen wir auf die 1000, wenn wir noch den Baron haben. Man darf nicht vergessen, ich habe Favor of Battle. Man darf nicht vergessen, sobald das hochgestackt ist, macht die Ulti natürlich noch viel mehr. Wuju-Style. Ja, Wukong und Master Yi haben auf jeden Fall eine Verbindung. Ich überlege, ob ich nicht einfach Rageblade bauen sollte für die Stacks. Ich wurde direkt von Thresh gehookt, Alter. Da denkst du, Cho'Gath ist so fett, aber der huckt an mir vorbei. Ja, mach den vierten Schuss, damit du Lauftempo bekommst. Okay. Oh, interessant. Okay, ich hätte zu gerne durchgezwirbelt. Infinity Edge ist eigentlich trotzdem nicht schlecht, allein schon für die EQ-Kombo. Die machen Nasher schon die ganze Zeit. Jung.
geht's, Bert. Wie viel brauche ich noch für mein Tiamat? 2000, das kann nicht stimmen. Krass, ich habe so viel Schaden. Wie hoch skaliert mein E eigentlich? Oha! Die geht auch voll klar. Wobei, das sind nur 50%. Die Q hat eine echt eine schlechte Skalierung. Die Q hat eine richtig schlechte Skalierung. Ich habe 4. Was? 10% gerade mal? Komm schon, Riot! 10% Skalierung auf einer Q? Das ist nicht fair. Guckt euch mal den Schlag von Jax an, oder? Sollte ich hier hingehen? Eigentlich nicht. Nee, die haben den eigentlich safe, ja. Kann ich mich gegen einen Turm lifestealen? Das hat die ja rausgenommen, ne? Wie wenig Schaden ich an Draven mache. Und dann sage ich euch wieder eins. 10% Skalierung auf der Q. Leute, ich habe 460 AD mit einem aufgeladenen Dustblade. Mit Level 18. Meine E macht 500, meine Q macht nur 200. Wie kann das? Okay, das habe ich nicht. Das ist super interessant, Leute. Riot, es gibt immer noch Sachen in eurem Design, die später erst deutlich werden. Und zwar die 10% Skalierung auf der Q, das ist recht wenig. Die rechtfertigen ist natürlich so, dass das ein Auto-Attack-Reset ist und wenn man viel AD hat, ist das automatisch da auch schon mit drinne. Aber so wirklich sehr spürt man das leider nicht. Unser Jhin muss jetzt, glaube ich, carryen. Cho'Gath ist zwar ein Monster, aber wird sterben. Ich kann da jetzt auch, glaube ich, nicht rein. Ja. Okay, die wollen top nochmal pushen. Okay, dann spielen wir einmal bedacht. Leute, wer von euch hätte gedacht, nachdem ich 10-0 aus der Lane gehe, dass die Gegner so ein Comeback hinlegen? Das ist das, was ich meine. Und. Scheiße. Puh. Fisch alleine gegen Warwick? Ich habe keine Ahnung, ob er das schafft. Wir sollten jetzt eigentlich hier zu fünft hier drauf pressuren. Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Killt sie! Killt Fiora! Leute! Killt sie! Danke, Cho'Gath! Die macht 2 Auto-Attacks und killt mich. Das war's! Ninja-Tabis und Randuins. Cho'Gath kämpft fleißig. Hat einen Dornpanzer, hat er nicht. Er kämpft trotzdem noch fleißig. Die Base. Oh, stark. Nächstes Tiamat ist jetzt gleich ready. Wer von euch hätte das gedacht?
Aber die Gegner spielen auch viel süßer gerade zusammen, weil ganz ehrlich, der Thresh muss doch hier die Fiora einfach nur hooken, ehen. Es kann ja nicht sein, dass die mich einfach so neben ihm killt. Bluebuff ist da. Letztes Item, 512.80. Dann kommen wir mit dem nächsten Baron. Next Baron, gleich Damage Test. Ich glaube, die gewinnen das trotzdem. Ich finde halt, man hat auch... Ah, ich habe Angst. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie räudig das ist, ne? Dornpanzer, Panzer des toten Mannes, Iceborn Gauntlet, Sunfire Cape. Ich bin enttäuscht, Warwick, dass du keine Ninja-Tabis hast. Ich bin enttäuscht. Ist unser Fizz AP? Ja, unser Fizz ist AP. Der könnte dann vielleicht doch den Warwick 1v1 schaffen. Der hat ja null Magieresistenz. Okay, wie viel Money brauche ich noch? Schnell bis zum Baron, dass ich farmen kann. Okay, 1v1 doch gescheitert. Ich habe Angst, dass jetzt Fiora kommt. Ich muss noch farmen. Kurz defen, damit die Supervasallen nicht finishen während des Damage-Tests. Sowieso, wenn ihr pushen wollt, immer gegen die Supervasallen. Wave. Der ganze Jungle ist weg. Die sind auch fleißig am Farmen. Hat der Thresh auch Armor? Okay, der hat nicht so viel. Nein! Ah, hier ist was. Wie viel brauche ich noch? Ja, das macht wieder 0 Damage. Wie viel Rüstung hat sie? 150. Das liegt natürlich auch daran, dass man jetzt keine Rüstungsrüstung hat. Ich habe lediglich 18 Lethality. Aber das ist echt... Interessant, ne? Das CQ hat nur eine 10%ige Skalierung. 10! Das ist so wenig. Okay, warte mal. Wie teuer ist der Spaß? 3500. 600 noch. Lass mich, Bot. Ja. Run, Son! Right. Schuhe kann ich verkaufen, aber ich brauche insgesamt 3500. Ja, Leute, ich hoffe, es gefällt euch, dass ich Full AD spiele. Ansonsten, ich bin auch bereit, nächste Woche wieder einen Full AP zu bringen. Ich habe da auf jeden Fall auch schon einen Kandidat mit den Leuten hier im TS besprochen. Oder es ist eigentlich eine Kandidatin dann, die gespielt wird. Ansonsten...
wolltet ihr, glaube ich, noch Full AD Darius einmal sehen. Bin ich auch gespannt, wie sich das verhält im Damage-Test. Aber jetzt erstmal den Wukong. Ihr könnt gerne alles in die Comments schreiben. Okay, vor den Drachen bitte mein Team Baron. Ach du Scheiße, mir fällt gerade eine Sache auf. Ich brauche noch ein Camp. Ich brauche noch ein Camp, damit ich mir den Trank leisten kann. Aber ich bin auf so kurz vor 680. Der Build läuft auf jeden Fall. Red Build confirmed. Meine Ulti skaliert 650. Das heißt, wir werden vielleicht tatsächlich an die 900 rankommen. Okay, das passt. 30 AD bringt mir das Ganze. Bitte alle Gegner zum Drachen für Damage Test und nichts machen. 662 AD. Bei der Ulti steht 928 mal 4. Also sind wir wirklich fast bei den 4000 Schaden. Gucken wir uns mal ganz kurz. Show raus. Gucken wir uns mal ganz kurz die Ari an. Die Ari hat auch Rüstung gebraucht. Warum hat die eine Warden's Mail? Egal, Ari sollte ich trotzdem töten. Ari machen wir danach. Ari nehmen wir zweimal. Ich mach folgendes. Okay. Wir haben Ari. Was sind das für Geräusche hier gerade? Wir haben Ari gekillt und wir haben Draven gekillt. Aber ehrlich gesagt ist das nicht viel gewesen. Gucken wir uns nochmal den Draven an. Draven zu mir. So, eine E auf Draven plus Q-Kombo. Reicht nicht. Das ist echt wenig Schaden. Ich frage mich, ob das so krass an der Rüstung liegt. 123 Rüstung, okay. Wie passiert der Thresh? Das ist nicht viel. Die Ulti, okay. Aber ganz ehrlich, da kann man mit einem normalen... Also ich muss sagen, normaler Wukong-Build. Mit Lethality und allem, was dazugehört, scheint genauso effektiv zu sein wie ein Wukong mit 662 AD. Ari, Rüstung verkaufen und nur du, please. So, ich brauche noch kurz die Ari. Ich will einmal testen, wie das an einem Carry ist, der keine Rüstung hat. Vielleicht geht dann die AD durch. Interessant, da muss ich wirklich sagen, Garen war besser, aber wir wissen auch warum, weil Garens E reduziert die Rüstung. Äußerst interessant. So, Ari, ich bin bereit. Die müsste jetzt eigentlich hier leben. Wo ist sie? Komm ran. Wait! Rüstung verkaufen! Keine Rüstung! Warum baut die jetzt Turmpanzer Sand? Ich hab doch geschrieben, keine Rüstung! Oha, der Heal! Guck mal, guckt euch mal dafür den Livestream an jetzt. Ich mach mich kurz low. So, Draven hat leider noch... Was ist mit der Ari? Hat sie es verstanden? Wo ist sie? Na gut, ich will sie ungern diven. Kommt die noch raus? Komm raus. Komm raus da. Die hat sich ein Realize jetzt geholt. Okay, gucken wir. Na gut, dann machen wir es jetzt am Draven hier. Scheiße, der Draven haut ab. Feels bad. So, da ist sie. So, wir machen. Das war auch nicht genug. Skaliert die Willi, skaliert gar nicht, ne? Warwick hat jetzt Rüstung verkauft. Das ist jetzt ein kompletter... Das macht alles viel zu wenig Schaden. Das fühlt sich alles viel zu normal an. Das ist das erste Mal, dass ich im Damage-Test wirklich so solche Töne überhaupt spucke. Aber ihr seht es ja selbst. Gefühl, ich werde gekillt. Okay. Leute, das war Full AD Wukong. Wer von euch hätte das gedacht? Also, auch wenn die Rüstung weg ist, bin ich nicht überzeugt. Dafür, dass Wukongs Ulti einer der stärksten Spiele sein soll, die einen Damage von insgesamt, keine Ahnung, 3500 zusammengerechnet machen soll, hat man davon nicht viel gemerkt. Danke fürs Game und bis zum nächsten Mal.
Shogat hat 1836 Damage gemacht. Gucken, ob das FF durchgeht. Okay, natürlich geht FF nicht durch. dann jetzt Sirius zu Ende spielen. Ich überlege gerade, ob ich mein Bild noch irgendwie verändern soll. Ich glaube, ich mache ein Tiamat raus. Into Red Build, Lord Dominix vielleicht. Würde auch noch ein Red Build confirm auf jeden Fall. Okay, let's go. Grüße Michi und Nils von Borwick. Grüße gehen raus! Lass groupen und Mitte oder so. Irgendwas finishen. Ich glaube sowieso, dass wir jetzt nicht richtig finishen können. Jetzt habe ich nur noch 562 AD. Vielleicht hätte ich so den Damage-Test mal machen sollen. Mit der zusätzlichen Rüstungsdurchdringung. Und guck mal! Damage war da, aber Redemption von Thresh hat alles weggeheilt. Oh shit. Run, Son. Jetzt bin ich gespannt. Vierter Schuss von Draven. Von Jhin. Das war eigentlich gerade wie so ein Undercover-Damage-Test hier nochmal mit Lord Dominix und es war erschreckend bad. Erschreckend wenig Schaden. Wie viel Leben hat Jogat? Das sieht auf jeden Fall sehr dick aus. Na, ja, wir gucken auf seinen Lebensanzeige, ob er jetzt gleich sein Gargoyles benutzt. Es wäre die Zeit dafür. 16.000 Leben! Er hat Draven fast ge-One-Snaked. Ist das ein Biest? Und die könnten es vielleicht. Ah, der Silence hat nicht gesessen. Aber. Jora, Tunnel, Tunnel Vision. Gefällt mir der Late Game True. Er hat es, der Fisch. Er kriegt noch mehr. Er kriegt. Hier, kill ihn. Kannst du killen. Come back. Comeback? Oh. We got it! We got it, guys! Comeback! Wer hätte das gedacht? Jetzt kommen sie zurück, oder was? No way. Jetzt versuchen wir Solo Baron. You got it. Kann ich mich hier so durchsneaken? Ich ja, aber der Dings. Es wäre halt Schuhe, ne? Aber Hauptsache, er versucht den Baron nicht zu stehlen. Erfolgreich abgehalten! We got it. Vielleicht soll ich mir doch noch Schuhe holen. So viel Gold wie ich habe, könnte ich auch fast alles verkaufen. Full AP Wukong bauen. Aber der Klon von ihm skaliert auch nicht mal zu 100%, also macht das nicht so viel Sinn. Ah, ich sollte zum Team laufen. Baron Recall, mach mich schnell. Oder sollte ich pushen? Das ist die Frage. Ich glaube, eine Wave sollte ich noch pushen, damit die sich entscheiden müssen, was sie machen sollen. Dann Recall die, dann hat mein Team wieder Rundenluft und ich kann mit dem groupen. ...632 AD mit dem Bild, das ist eigentlich ganz vernünftig. Ich hätte echt für Lord Dominix bauen sollen. Zack, wie gesagt, die laufen hoch. Ich frage mich immer noch, kann ich...
Wahrscheinlich nicht. Den Tower so nehmen. Ahri ist tot, aber die ist auch nicht das Problem. Wir brauchen Ahri. Fiora. Oh, Baby! He got it! Chess Redemption! Wir gewinnen! Wir gewinnen! Das glaube ich jetzt nicht. Easy comeback. Cho'Gath ist so ein Monster. Den Warwick hätte ich sonst auch nochmal gekillt. Ja, eine gute 60-Minuten-Aufnahme. Aber das kennen wir ja von Full APs, Full ADs, wie auch immer. Schreibt in die Kommentare, welchen Champ ihr euch als nächstes wünscht. Ansonsten, Daumen nach oben wäre auch eine coole Sache. Wir gucken uns noch schnell den Damage-Graphen an. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mr. MacKP. Haut rein. Macht's gut. Fast 100.000 Schaden übrigens. Das ist viel, sehr viel. Peace out.